Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin heute mal später als sonst im Garten, um ein Video zu drehen. Wir müssen jetzt so... Ach, ich habe gar kein Handy mit, außer das, mit dem ich filme. Aber das ist nicht so das, was ich täglich benutze. So 17, 18 Uhr in die Richtung, irgendwo dazwischen, da liegen wir richtig. Ich war vorne unterwegs, habe eine Stelle aufgesucht. Oh, Luftlinie da, so ein Kilometer, keine Ahnung, kann ein bisschen kürzer sein. Da gibt es nämlich einen schönen Hügel, wo sich Wildbienen breit machen. Und da habe ich auch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Die werde ich euch nachher noch zeigen. Ja, was ist denn hier so los? Warum bin ich hier? Ich habe vor, mit euch ein bisschen durch den Garten zu tingeln. Da sehe ich schon hier eine riesen Hummel. Das könnte eine Hummelkönigin sein. Ja, hier sind zwei riesige Hummeln da. Das müssten die Hummelkönigin sein. Die suchen sich gerade ein Nest, beziehungsweise die geht jetzt gerade auch down. Oh, sollen wir mal gucken gehen? Ist quasi da gerade verschwunden. Ach, da kommt sie auch wieder. Ja, da haben wir die nächste. Das ist total spannend zu beobachten. Ja, die geht da vorne runter. Na, das ist aber nicht so ein guter Platz, das ist Kompost. Aber gut zu sehen. Ich weiß nicht, was die noch sucht. Jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Ja, das ist derzeit auch eine ganz spannende Sache, wie ich finde, denn als ich mit dem Flo in den letzten Tagen mal hier war, da hatten wir 20 Grad, das war so ein schöner Tag, dabei hat er gar nicht so schön angefangen. Und dann durften wir so einigen Hummelkönigen zusehen, wie sie irgendwie einen Platz suchen, und bei mir sind einige unterwegs. Die ersten Wildbienen sehe ich auch, wie gerade schon angekündigt, gerade auch einen anderen Spot gesehen. Wisst ihr was, schiebe ich mal direkt rein. Es war echt herrlich, richtig schön, so richtig in einem Meer von Wildbienen. Ja, die beschäftigen mich, richtig schön. Nun gut, ich möchte euch zeigen, was alles im Garten los ist, und das ist wirklich, wirklich jede Menge, denn alles ist so ein bisschen am Wachsen, ihr kennt das von mir. Ich finde, da gibt es immer so viel zu sehen und an Erfahrung zu sammeln, wie das alles sich so entwickelt. Dafür werde ich wieder durch die Beete tingeln und ja, ihr kennt das von mir, los geht's. So, und dann komme ich gleich hier in den vorderen Bereich, hier hatte ich ja letztes Jahr dicke Bohnen. Ja, und dieses Jahr habe ich hier auf jeden Fall mit dem Flo ein paar Erbsen reingetan, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu sehen. Hier vorne schon eine, aber wenn man sonst noch rumguckt, guckt überall so ein bisschen was raus. An anderen Stellen gibt es dann auch noch mal was zu sehen. Ja, wunderbar. Ich denke, das macht einen guten Eindruck. Da wird doch gleich mal spannend, wie es mit den Erbsen hier drüben aussieht. Hier vorne hatte ich nämlich Ausprobiersaatgut. Das wäre hier vorne in zwei Reihen und ich sehe ehrlich gesagt nichts. Hier ist gar nichts unterwegs. Aber dafür kann ich euch was anderes zeigen. Denn direkt daneben war ja Aussaat nochmal von Möhrchen und Radieschen. Und die ersten Radieschen sind auf jeden Fall zu sehen. Das sieht doch wunderbar aus. Ne? Wie gewollt, so ein bisschen versetzt. Da vorne geht es weiter. Ja. Wie gesagt, Möhren noch nicht zu sehen, Knoblauch sieht gut aus, hat auch mal Dünger gekriegt. Rosettenschigorie scheint sich so zu entwickeln, als ob es in die Blüte möchte. Lass ich mal irgendwie zu, mal gucken, wie es weitergeht. Ansonsten durften wir hier noch beobachten.
hier in dem Bereich, da hatten wir dicke Bohnen. Irgendein Tier hat die da rausgemobbt. Sie haben die aber auch schon wieder in die Erde gesteckt. Das kann man hier eigentlich so auch sehen, wo wir die einfach reingedrückt haben. Vielleicht liegt ja hier irgendwo noch eine rum. Nö. Nö. Da müssen wir uns gedulden, ob sich da noch mal irgendwas tut. Ja. Gerade habe ich ja, oder vorhin habe ich ja schon davon geredet, dass ich euch ein bisschen was zeigen möchte, auf was ich gerade so derzeit im Garten nasche. Das ist jetzt kein Heil- bzw. Wildkraut, aber hat auf jeden Fall, oh, sehr schön. Da schnappe ich mir mal eins der unteren. Das ist nämlich noch der Palmkohl. Da hat mich gerade eine Biene besucht, habe mich kurz erschrocken. Dabei war ja alles gut. Vorhin noch die Wildbienen ein bisschen auf mir gesessen. Das sind die Blätter des Palmkohls und die nasche ich immer mal ab und zu. Jetzt hier die Spitze, die kann ich ein bisschen wegnehmen. So. So, ich habe gerade schon gegessen und das muss ich euch jetzt nicht unbedingt reinschneiden. Ja, hier wächst natürlich wunderbar was vor sich hin. Dann hier gibt es auch noch Sachen, die ich naschen kann. So ein, zwei. Und hier vorne, da wächst wundervoll der Rhabarber vor sich hin. Ich denke, das macht aber auch schon mal einen richtig schönen Eindruck. Ja, da gibt es nachher auf jeden Fall was zu ernten. Da habe ich auch mit dem Flo geschnackt. Mit dem Rhabarber verarbeiten war ich noch nicht so hinterher. Das sind eher Sachen, die ich dann weggegeben habe. Aber ja, so für die Verarbeitung bin ich mal gespannt, was wir uns da einfallen lassen. Knoblauch wächst und gedeiht. Jetzt kann man auch ein bisschen besser sehen. Da hinten haben wir Blutampfer und vorne ist der Knobi-Schnittlauch. Muss ich euch jetzt nicht von nahen zeigen. Ja, was wir hier haben, ist Brennnessel hier vorne. Dazu kommen wir gleich. Das wird noch eine Geschichte. Wird auch ein bisschen hier, naja, Blattfenchel wird ein bisschen vereinnahmt. Vielleicht ist auch Blattfenchel durch, nur zweijährig. Das kann ich nicht so sagen mehr. Ich weiß es nicht. Hier auch überall Brennnessel zwischen. Wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Und hier vorne wächst fröhlich vor sich hin. Beinwell und da haben wir noch den Knoblauchschnittlauch. Habe ich an verschiedenen Stellen draußen. Hier werde ich jetzt mal naschen, weil den mag ich total gerne. Ja, lecker. Kann man auch mal so haben. Ja. So, das habe ich jetzt wegschnaguliert. Ja, und ich will mich ans nächste wagen, wo ich noch so ein bisschen in der Übung fühle, wie auch immer. Denn hier wächst Brennnessel und ich bin noch am Rantasten, wie man die richtig anfasst. So, ich muss sagen, die Brennnesseln bei mir im Garten, die Zwiebeln wie Sau. Also wenn ich mich weh tue, da tut echt richtig weh. Das kannte ich außerhalb des Gartens noch nicht. Ich habe es schon mal gesagt, das fühlt sich hier an wie so Urzeitbrennnessel. So, und wenn ich die hier so sehe, dann mag ich schon wieder gar nicht beigehen. Aber da sehe ich was. Ja, ich glaube, ich traue mich mal hier ran. Von unten packen. Oh, noch ist nichts passiert. Doch, ist es doch. Scheiße. Oh, so ein bisschen nach oben. Oh, ein bisschen kaputt machen und dann ist auch alles gut. Ich habe noch nichts gemerkt, außer hier oben ganz, ganz leicht. Also es hält sich in Grenzen. So, und dann... Kann man auf jeden Fall essen. Da soll so Bombe viel drin stecken, das kann ich euch nur empfehlen. Also wirklich, hier vorne tut es jetzt ein bisschen weh. Da haben sich dann doch ein paar Körper reingebohrt. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Das kommt dann zu Hause. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Was wollt ihr noch mal gerne sehen? Was könnt ich euch zeigen, was ihr gerne sehen wollt, von dem ihr jetzt noch gar nicht wisst, dass ihr das sehen wollt? Im Grunde genommen, das ist gerade ganz schön im Garten. Außer, dass ich natürlich noch ein bisschen beschäftigt bin und noch nicht so in der Achtsamkeit wie sonst, wenn man sich so ausruht. Ja, aber ich kann euch ja mal so ein bisschen Einblick geben. Wir können auch mal hier, soweit der Weg geht, mal ein bisschen rumlaufen. Das ist halt gar nicht so schlechte Idee. Sieht bestimmt im Zeitraffer ganz lustig aus. Ja, und ach, das ist schon schön.
Übrigens, ihr Lieben, die Weide kann ich euch nur empfehlen. Wirklich, also lockt Vögel an, lockt Schmetterlinge an, Hummeln, Bienen, sonstige Insekten und ja, mich. Ey, das ist so schön. Also ich muss sagen, ich glaube, ich hatte ja richtig viel Besuch. Ohne die Weide wäre das noch nicht so üppig ausgefallen. Und die habe ich ja nun echt hier drumrum. Hier kommen schon überall grüne Blätter. Oh, wie schön. Was für ein schöner Anblick. Hier das satte Grün. Ein bisschen zu viel Licht. Ich versuche es mal so rum. Ja, kann man ein bisschen besser sehen. Oh, ich mag das. Der Rundumblick. So, hier wollen wir mal weiter. Jetzt hier lang. Wie ihr schön sehen könnt, hat etwas Neues zu mir gefunden. Das war eine ganz schöne Plackerei dafür, dass ich so gar nicht fit war. Das Ding nach Hause geschleppt, hat es geregnet? Weiß ich nicht, aber ich hatte schon ein paar Kilometer hinter mir und dann hatte ich noch viel mehr hinter mir gefühlt, als ich das Ding unterm Arm hatte. Ja, aber es hat sich gelohnt. Das Ding ist mega stabil. Ist richtig schön stabiles. Ich habe da unten jetzt einen Stein noch hingepackt, damit das möglichst gerade lagert. Ich habe noch gar keinen Platz, wo es unterkommen könnte, wo es trocken ist. Also hier wird es ein bisschen schwierig. Das Ding ist einfach zu sperrig. Muss ich mir noch was überlegen. Total spannend finde ich aber, ja, wie die Tritte letztendlich sind. Vielleicht ist das jetzt meine neue Apfelleiter, dass ich da immer besser rankomme. Denn ansonsten bin ich ja echt ordentlich am Klettern. Naja, dafür bleibt noch genug Zeit, sich das zu überlegen. Ja, so ihr Lieben, das Geschichtchen, das geht richtig ab, sag ich euch. Denn das, ja, das wird schon fleißig beerntet. Also wirklich, wenn ich hier so reingucke wieder, gibt es auf jeden Fall wieder Blätter zu naschen. Ich habe euch gesagt, es gibt ein paar Sachen, die ich euch zeigen will, die ich nasche. Und selbst angebautes Gemüse gibt es auf jeden Fall schon. Dafür muss ich die Platte mal weiter schieben. Ja, hier haben wir ihn. Das geht weiter. Naschen, naschen, naschen. Übrigens, brennnesselmäßig spüre ich gar nichts mehr. Traut euch ruhig ran. mich erschreckt es ab und zu dann doch nochmal. Vorletztes Mal habe ich es an die Lippe gekriegt. Das war spannend. Ja. Ist echt derbe lecker. Und wie ihr sehen könnt, da hat sich nochmal Portulak breit gemacht. Das Geschichtchen hier. Auch an anderer Stelle. Radieschen geben Gas. Ihr könnt ja mal unten an Ansatz gucken, wie weit das ist. So frisch am Anfang. Spinat, Möhren, Radieschen, Spinat, Radieschen, Möhren. Und auch bei den Möhren, da tut sich einiges. Aber auch die Randale-Amseln haben hier das Beet für sich entdeckt und andere Vögel. So, und hier am Rand hatte ich auf jeden Fall noch Salat ausgesät. Ihr könnt das sehen, da lässt sich auf jeden Fall nachher ordentlich was vereinzeln. Ja, Schatten lässt sich gerade nicht vermeiden. Ach, könnte man, aber ich ziehe es jetzt einfach mal so durch. Die nächste Hummelkönigin. Hallo? Na, die war auf jeden Fall schon richtig fleißig unterwegs auf Pollensuche. Ja, was mache ich jetzt hiermit? Ach, das lasse ich mal so, oder? Ein bisschen rein noch. Das tue ich mir weh. Ja, und hier vorne, ich sage euch das, hier tut sich auch was und das habe ich auf den ersten Blick gar nicht gesehen. Hier hat irgendein Blödmann, ich weiß auch nicht, was los ist, wohl wahllos Saatgut reingeschmissen. Auf jeden Fall sieht das ganz danach aus. Ja, das dürfte in der Großzahl auf jeden Fall Petersilie sein. Irgendwo soll ja auch noch Borage dazwischen sein. Und ja, so an verschiedener Stelle sieht man auf jeden Fall Entwicklungen, unter anderem aber auch die, ja, wie heißt er noch? Giersch, genau, Giersch. Hier vorne ein ganz wunderbares Exemplar. Und ich sage euch was, das sind Vitamin C-Bomben. Wenn man sich das in Salat reintut, ne, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Wird auch gleich genascht. Also, war schon ein bisschen was dabei zum Naschen. An anderer Stelle gibt es auch tatsächlich noch mehr. Aber da kommen wir ja vielleicht noch hin. Wollen wir mal schauen. Eine Pflanze will ich euch unbedingt noch zeigen. Jetzt bin ich aber erstmal hier beim Apfelbaum. Und
Da wollte ich mal die Schnitte ein bisschen angucken, was er da so treibt oder nicht treibt, austreibt oder nicht austreibt. Da kann man auf jeden Fall schon wunderbar den Apfelbaum sehen, wie der jetzt aufgeht. Hier auch nochmal. Dann gibt es ein paar neue kleine Ansätze. Ja, insgesamt ein bisschen lichter. Wieder Experiment, aber ich glaube, ich habe das diesmal ein kleines bisschen besser gemacht. Ui. So, man muss echt aufpassen, wo man hintritt. Ich habe so viele Hummeln gesehen. Und es müssten auch Hummelköniginnen gewesen sein, weil die gerade halt für ihr Volk überall Stellen suchen, wo sie sich niederlassen können. Und ich glaube, bei mir fühlen sich wohl dies Jahr ganz besonders wohl. Also wirklich, jede Menge. Ah, schön. So, was kann ich euch noch zeigen? Hier vorne, ich weiß nicht, was hier wächst. Das wird irgendein nettes Pflänzchen. Ist das die Akelei? Was meint ihr? War das diese Blattform? Sollen wir mal selber gucken, denn ich laufe mal ein bisschen weiter. Und hier, guck mal, was sich ausbreitet. Ach, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Stand letztes Mal in den Kommentaren. Und hier habe ich auch überall Giersch und Brombeeren. Und ja, sieht schon ganz fleißig aus hier hinterm Pavillon. So, und während hier hinkinkel, hier links tängel, tingel, tängel. Oh, das ist so schön. Guckt euch mal dieses Bild an hier. Oh. Hängematten hängen natürlich schon, wurden schon benutzt. Hier vorne übrigens ordentlich Bärlauch am Wachsen, kann ich sehr glücklich mit sein. Und etwas weiter sogar, ja, das ist der echte Ehrenpreis. Das kann man auch essen, ich suche gerade mal nach größeren Blättern, dass man das erkennen kann. Hier, da kann man das ein bisschen erkennen. Ja. Wie schön. Schmeckt. Schmeckt aber unterschiedlich, habe ich gemerkt. So, und ich habe jetzt an einer anderen Stelle gefunden, hier hinten beim Weg hoch. Ich habe hier noch, sieht aus wie die Akelei, wa? Was ich da auf der anderen Seite hatte, was ich euch gerade noch gezeigt habe beim Apfelbaum. Das dürfte das gleiche sein. Hat sich hier breit gemacht, freut mich ganz besonders. Und wenn ich hier dann nochmal hochgehe, wächst hier, wächst da. Hier haben wir jemanden, der trällert. Hab übrigens das große Glück, dass bei mir ziemlich viele Zaunkönige immer mal sind. Da haben wir gerade eine Meise, die mich anguckt. Apropos Meise. Wer das Video nicht angeguckt hat, letztes Mal, ich habe von dem Meisen Video gemacht, beziehungsweise auch noch andere. Lasst euch nicht vom Titel täuschen, ich möchte euch der Natur einfach einen Tick näher bringen und das ist so ein schönes Video geworden. Ich habe es mir selber, ich weiß nicht, zehnmal angeguckt oder so, ich weiß es nicht. Das war so eine Riesenfreude, hat mich selber immer wieder entspannt. Kann ich nur empfehlen, so ein bisschen der Natur achtsam zu begegnen, mal unabhängig von meinem Video. Da kann man sich so ein Band ziehen lassen, hatte ich vorhin bei den Wildbienen. Hier dann auch immer wieder vernommen. Ja, so, ich habe noch eine Stelle Akelei entdeckt. Hier vorne. Das müsste auch eine werden. Mach einen guten Eindruck. Und wenn ich dann hier nochmal rumtingel, das könnte doch eine Königskerze werden. Oder drei an der Zahl. Hab jetzt übrigens, wenn ich das nicht schon einmal ein bisschen erwähnt habe, neue Nachbarn gekriegt. Von hier aus rechts und links. Andersrum wäre es genauso. Und ja, mal gucken, wie das alles so läuft. Ich bin ja schon ein friedliebender Mensch und liebe die Ruhe. Erster Eindruck. War freundlich und ich hoffe, darauf kann man dann auch weiter aufbauen. Alles andere entwickelt sich, wird dann die Zukunft zeigen. Hier bei der Weide übrigens habe ich Grünfink gesehen. Die hüpften hier rum. Verschiedene Schmetterlinge, wie schon erwähnt. Die Hummeln auch, schon gut vertreten. Ja, Weide ist schon was Feines. Will ich nicht mehr missen in meinem Garten. Wo seid ihr denn? Hallo, da. War nicht gespielt, war tatsächlich auf der Suche. So, hier, wie machen wir denn weiter? Kippt ihr mir gerade weg? Da haben wir wieder ordentlich Nebengeräusche, Hintergrundgeräusche. Aber so ist das nun mal, ne? Da mäht einer Rasen, da möchte einer fliegen. Und ja, und hier hüpfen lassen, ein Video dreht. Da interessiert sich keiner für. Also mich kratzt das jetzt auch soweit nicht. Außer dass es natürlich den einen oder anderen Moment schwer ist, da mal was zu drehen. Aber jetzt im Moment geht das.
Hier oben gibt es sonst nichts mehr zu zeigen. Ein paar verwaiste Pflanzen aus dem letzten Jahr noch durchgetrocknet bis zum knusprigsten. Turbinambur da vorne. Ist auch nicht so meine Pflanze. Ich habe gerade einen Adler entdeckt. Vielleicht haben wir das Glück. Ich sehe ihn so noch aus der Ferne. Auf jeden Fall segelte der so runter wie ein Adler. Bis auf den Baum. Na, schauen wir mal, ob uns das noch zuteil werden wird. Ne, kein Adler. Apropos Greifenstange, da könnte ich euch noch was erzählen. Vielleicht kommt er ja aus dem Hintergrund und hockt sich da zufällig rauf. Im Grunde genommen weiß ich auch nicht, ob das ein Adler war oder... Ja, ob das Ding benutzt wurde, kann ich bis heute nicht sagen. Ich habe keinen drauf gesehen, aber sieht doch eigentlich ganz toll aus. muss man halt mal gucken. Also so ein Indiz für da sitzt wer drauf, wäre ja dementsprechend, ja, wären die Ausscheidungen. Hier kann ich jetzt nichts sehen. Ja, der Momo ist auch gerade fleißig. Und wenn ich hier runter gucke, oh doch, das haut hin. Aber hier definitiv ein eindeutiges Indiz, würde ich sagen. Kann natürlich zufällig da sein, aber wenn ich das so hoch betrachte, von da oben, es haut schon so hin. Jetzt sind wir durch, ihr Lieben. Ich beende das Video mal von dieser Stelle. Ich habe gerade nicht so den Drive, aber ich denke, das ein oder andere Sehenswerte gab es auf jeden Fall. Und den einen oder anderen Moment, den ich euch einfangen konnte. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus.